Es gibt ein paar Produkte in der Drogerie, die meiner Meinung nach viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Deswegen habe ich mich hier heute mit euch versammelt, um euch vier spannende Produkte zu zeigen, die ihr für recht wenig Geld aktuell in der Drogerie bekommt. Und damit wir gar keine Zeit verlieren, starten wir direkt mit dem Video. Hey Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich sehr, denn ich habe hier vier Produkte, die ihr vielleicht mal kurz gesehen habt, aber aufgrund der Art und Weise, wie Beauty YouTube heutzutage funktioniert, nicht mehr so auf dem Schirm war. Wir haben eine wundervolle Lidschattenpalette, wir haben eine schöne Lippenkombination für den Herbst, wir haben ein spannendes Puder von Essence und ganz viel mehr. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag. Ich habe gerade keine Foundation drauf, sondern nur ein Skin Tint von Kesse. Das habt ihr mir empfohlen vor ein paar Wochen. Und ich habe das jetzt getestet und ich finde, das sieht so leicht und natürlich aus. Ich liebe das. Ich brauche aber vorher noch ein bisschen Blush. Und das ist das hier. Das ist eigentlich ein Lippenstift. Der funktioniert als Lippenstift auch wunderschön. Ist aber von Sante. Sante hat aktuell eine komplette LE mit vielen verschiedenen Lippenprodukten. Wir haben Lippenöle, wir haben Lippenmasken, wir haben ein Lip Glow Butter und wir haben Lippenstifte und ich finde die Farbe Hazel Nude 04 so wunderschön. Das ist eine Rossmann-exklusive LE, die gibt es nur bei Rossmann. Jetzt schaut euch bitte mal diese Farbe an. Das schreit doch morbiges Maxim-Mäuschen, oder? Ich bin ja so eine Maus, ich liebe diese kühlen, braunen, fast schon bronzigen, dunklen Blushes bei mir. Ich finde, das sieht auf meiner Haut immer so ein bisschen gebräunt aus, aber nicht so künstlich gebräunt, nicht Solarium gebräunt wie mit einem Bronzer vielleicht, sondern es gibt der Haut einfach nochmal so ein bisschen Frische und ein bisschen Glow. Und ich finde, dass diese Farbe auch zu dem Look, den wir gleich auf den Augen schminken, auf die Lippen packen, sehr gut ist. So eine richtig schöne Herbstfarbe. Das gibt mir so einen Kastanien-Vibe irgendwie und ich mag das, glaube ich, ganz gerne, oder? Das war übrigens keine Frage, das war eine Aussage. Ich habe mir das Produkt hier ein bisschen auf die Hand gegeben. Ist sehr ähnlich zu meiner Lippenfarbe, wie ihr seht, ne? Und da habe ich schon einen kleinen Hack für euch. Wenn ihr wollt, dass euer Make-up so natürlich wie möglich aussieht, probiert mal zu schauen, dass euer Blush eine ähnliche Farbe hat wie eure Lippen. Meine Lippen sind ein bisschen rosafarbener, aber das finde ich gar nicht so schlimm. Wir haben vom Unterton sind wir recht gleich. Und ich nehme mir einfach hier so einen Pinsel, der ist jetzt hier von Real Techniques, und arbeite mir das Produkt gut in den Pinsel ein. Ihr könnt ruhig ein bisschen mehr nehmen. Der ist sehr cremig, der ist sehr pigmentiert und den setze ich mir auf meine Foundation einfach auf. Einfach hier rüber. Ein bisschen unter die Augen, ein bisschen hier höher. Dort, wo ich Bronzer und Blush zusammen auftragen würde, dadurch verbinde ich das so ein bisschen. Ihr seht das direkt. Ich gehe auch ein bisschen unter meine Augen. Ich gehe ein bisschen höher mit dem Produkt und der ist sehr, sehr, sehr pigmentiert. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze natürlich auch direkt auf eure Lippen geben. Da wollte ich aber heute was anderes draufsetzen. Einfach so ein bisschen als Hybridprodukt. Früher hat man das ja oft gemacht, ne? Da war ja so dieses Bronzer noch nicht so bekannt oder nicht so verbreitet einfach. Und man hat mit Blush ein bisschen konturiert. Ich glaube, es war nicht Bronzing. Das hieß damals anders. Strobing? Wie hieß denn das früher? Ich weiß es nicht mehr. Es gab auf jeden Fall, weiß ich noch mal, eine LE von Catrice, die das so ein bisschen wieder aufgegriffen hatte. Und das sieht sehr, sehr schön aus. Ist natürlich jetzt ein bisschen verrückt, deswegen brauchen wir gleich noch ein bisschen Concealer, um den Übergang hier unter den Augen wieder ein bisschen hinzukriegen. Aber dieser Lippenstift, unglaublich schön. Den Lippen sieht ja auch toll aus. Ich nehme jetzt einfach hier so einen dicken Pinsel, gehe hier ein bisschen lang und decke damit wieder so ein bisschen was von dem Blush ab und habe einen sehr, sehr herbstlichen Blushton. Den findet ihr gerade bei Rossmann. Auch die Lippenöle kann ich euch wirklich empfehlen. Hier habe ich den in Erdbeere beispielsweise. Richtig schönes glossy Finish. Und schmeckt richtig gut. Das nächste Produkt wird spannend. Das ist nämlich ein Top und ein Flop gleichzeitig. Bevor wir dazu aber kommen, will ich euch was ganz Besonderes zeigen. Und das ist der Asam Beauty Adventskalender. Und ich freue mich darüber sehr. Da sind sie nämlich, die beiden Adventskalender von Asam Beauty. Und schaut sie euch an, wie wunderschön sie bitte aussehen. Und ihr wisst es, ich habe ja schon einige Asam Beauty Adventskalender in den vergangenen Jahren geunboxed. Das heißt, ihr kennt so ungefähr den Inhalt immer. Wir haben diesmal zwei verschiedene. Einmal den Beauty, so ein bisschen eher in die Make-up-Richtung Adventskalender. Das ist der in dem schönen Roségold. Und den Grün, der geht rund ums Thema Pflege für Gesicht, Körper und Haare. Und ich zeige euch mal ein, zwei Türchen aus dem jeweiligen Kalender, denn das ist so ein bisschen Überraschung. Ich sehe natürlich schon, was hinten drauf ist, aber ich wollte sie euch einfach nochmal gezeigt haben, weil ich es noch nicht geschafft habe, sie komplett zu unboxen. Die Kalender kosten jeweils 69 Euro und haben so einen Warenwert von 174, 100
73 Euro, was wirklich gut ist. Bei Asam Beauty muss man dazu sagen, Asam Beauty produziert alles in Deutschland. Die Produkte werden vor allem hier in Deutschland produziert, was natürlich schon mal ein bisschen teurer ist. Und ihr habt einfach eine sehr, sehr gute, sehr streng kontrollierte Qualität bei Asam Beauty. Das ist der Beauty-Adventskalender. Schaut ihn euch gerne einmal an, wie schön er aussieht. Und wir öffnen mal Türchen 1. Die Boxen sind Tatsache sehr, sehr süß. Hier steht auch immer drauf, was es ist. Wir haben hier den Velvet Lip and Cheek Tint. Den könnt ihr auf eure Wangen geben oder auf eure Lippen. Das ist so eine matt, mousige Textur. Vom Finish her ähnlich wie das Magic Finish. Und hier sind einige Produkte rund ums Magic Finish auch mit dabei. Wir haben Lip and Cheek Glosse, wir haben Mousse, wir haben Highlighter, wir haben Lippenprodukte, High Primer sogar, den kenne ich zum Beispiel noch gar nicht. Also hier sind viele Produkte drin, die auch teilweise extra für den Kalender gemacht wurden oder neue Produkte. Im Pflegekalender befinden sich wirklich viele verschiedene Reihen. Wow! Wir haben die Vino Gold Reihe, wir haben die Vitamin C Reihe, wir haben die Aqua Reihe, wir haben Retinol, wir haben was für die Haare. Und wir haben auch hier aus der Magic Care Reihe verschiedene Produkte mit dabei. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Wenn ihr Asam Beauty schon kennt, dann kennt ihr die Marke. Wenn ihr Asam Beauty noch nicht kennt, ist der Adventskalender, glaube ich, eine gute Möglichkeit, gerade dieser hier, finde ich jetzt, um verschiedene Reihen auch noch mal kennenzulernen, um einfach zu schauen, welche Reihe gefällt mir vielleicht ganz gut, welche Reihe ist die richtige Reihe für mich persönlich. Hier steht sogar Good Hair Day drauf. Und hier haben wir einfach 75 ml des Ahuhu Anti-Aging Shampoos mit Pflanzenextrakt für dichteres Haar. Riecht sehr, 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 sehr gut. Also ich verlinke euch beide Kalender unten mal. Ich habe einen Code. Ja, jetzt hast du mich vielleicht mal dran erinnert, Maxim. Mal ein bisschen wieder auf der Asam Beauty Website schauen. Asam Beauty hatten wir nämlich lange nicht mehr hier auf dem Kanal. Könnt ihr den Code YouTube-Maxim benutzen. Damit gibt es 15% auf alles andere. Wenn ihr sagt, okay, ihr liebt ein paar Produkte eh schon, dann ist es jetzt natürlich die richtige Gelegenheit, einmal dort vorbeizuschauen. Ich verlinke euch beide Kalender einmal unten. Schaut euch gerne beide an. Entscheidet, welcher für euch vielleicht der bessere ist. Ich denke dieses Mal Tatsache, glaube ich, wirklich zu diesem Pflegekalender. Weil du da einfach sehr, sehr viele verschiedene Reihen hast. Beim Beauty Adventskalender habt ihr natürlich viele Make-up-Produkte und für den Tarn mit dabei. Auch spannend, wenn ihr vielleicht mal die Magic Finish-Reihe ausprobieren wollt. Versprochen, es geht hier um das Puder. Das ist von Essence, das Flawless Skin Trio Loose Setting Powder. Blurring, Brightening, Smoothing. Weichzeichnet, auffällend, weichzeichnet. Das erinnert mich so ein bisschen an das von Guerlain, aber bevor es reformuliert wurde. Also, was ein bisschen tricky ist, du hast hier eine Öffnung, da ist es rosa. Dann drehst du es weiter, dann kann das Lila rauskommen und dann drehst du es nochmal weiter und dann hast du eher so einen peachigen Ton. So sieht das Ganze aus. Das ist extrem fein gemahlen. Du wirst den Flashback deines Lebens haben, wenn du damit bakest. Deswegen baken wir damit nicht. Und ich gebe mir das auch nicht komprimiert unter meine Augen, weil das ist... Kennt ihr diese HD-Powder noch von, ich glaube, NYX war das oder so, ne? Wo man danach aussah, als hätte man einen Geist gesehen. Fluffiger Pinsel und ich gehe damit nur ganz leicht rüber. Und das mattiert sofort. Stirn, sehr weichzeichnend. Ein bisschen Color Correction, würde ich sagen, bringt es auf jeden Fall mit. Porenbereich, schaut ihn euch an. Sehr weichzeichnend. Unter den Augen. Nur eine ganz dünne Schicht. Wenn du jetzt ein Microfiber Multitool Mini nimmst und das zu komprimiert aufträgst, dann wird das sehr schnell weißlich unter den Augen. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Du kannst es in einer dünnen Schicht aber gut mit diesem Puder einarbeiten. Das ist so ein bisschen angelehnt an diese HD Powder, nur mit ein bisschen Farbe, was ich eigentlich ganz gut finde. Dadurch wird der Flashback nicht ganz so intensiv sein. Wäre ich vorsichtig mit, ist aber meiner Meinung nach trotzdem ziemlich gut, um wirklich so punktuell ein bisschen zu mattieren, ohne, und das ist der Vorteil von diesen sehr fein gemahlenen Produkten, ohne dass das Make-up so trocken aussieht. Wenn ihr sehr starke Textur um die Augen habt, vielleicht beispielsweise, dann sind diese fein gemahlenen Puder immer ein bisschen besser, weil du damit deutlich präziser arbeiten kannst. Weniger ist mehr. Und wenn du das weißt, wie du mit diesem Puder arbeitest, ist das sehr, 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 sehr gut. Sehr leicht, das ist sehr fein. Ziemlich gut. Hierauf freue ich mich aber ganz besonders. Das ist die Gender X Beauty Daydreams Palette von Marvin. Der hat ja seine eigene Marke. Und die ist gerade bei DM. Und die sieht natürlich wunderschön aus, ne? Ich wollte heute mal so einen richtig undetectable Look schminken. Schauen wir mal, wie es aussieht. Wir haben auch ein paar Highlighter bzw. Schimmertöne mit drin. So ein paar Topper, Duochrome, The One. Ich starte aber mit Love Affair und setze mir das in die Lidfalte, um das Lid so ein bisschen zu formen. Ich dachte, das ist eher so ein Transition Shade bei meiner Hautfarbe, aber
ist es nicht, sondern sieht auch einfach sehr tragbar aus. Kannst du hier ein bisschen an der Nase lang gehen und hast schon die erste Farbe auf dem Auge. Bleib im selben Farbspektrum, geh in die Farbe Champagne. Setz mir das hier außen so ein bisschen hin. Die sind sich alle sehr ähnlich. Dadurch hast du natürlich die Möglichkeit, einfach weichere Ergebnisse zu erzielen. Und blend das Ganze mit Independence hier nochmal so ein bisschen zusammen. Direkt an den unteren Wimpernkranz. Und jetzt nehme ich mir einen flachen Pinsel und gehe in die Farbe Infinity. Das ist so ein heller Ton. Und setze mir den hier vorne einfach hin und blende das so ein bisschen aus. Ich will es wieder so ein bisschen heller kriegen. Das ist so dieser, man nennt ihn derzeit, warum auch immer, Clean Girl Look. Kannst du damit hier so ein bisschen ausblenden, um wieder so einen leichten Kontrast mit reinzukriegen. Und außen gehe ich in Carefree und blende mir das so ein bisschen ins V rein. Die Crease ein bisschen betonen. Und das ist ein ganz einfacher Look. Ganz einfach. Ich hätte mir gewünscht, dass ich ihn noch ein bisschen kühler hinbekommen hätte. Ist mir schon wieder fast ein Stückchen zu warm. Ich gehe noch ein bisschen in Boss Beige an die Lashline. Mag ich sehr gerne. Ich finde das schön. Das ist so ein bisschen, erinnert mich das so ein bisschen an diese Cut Crease Zeit. Gibt mir aber etwas modernere Vibes. Ich möchte auch keinen Schimmer benutzen, wenn ich ehrlich bin heute. Also die Palette gefällt mir gut. Ich swatch euch nochmal hier kurz diese The One Farbe. Das ist so ein grüner Duochrome Topper Shade. Wow. Krasser Ton. Also Marvin, muss ich sagen, macht wirklich tolle Sachen. Auch die Farbe You're a Winner Baby ist so eine blushy, bronzy Farbe. Sehr schöne Texturen, sehr schöne Farben. Ist basic, aber ich mag das eigentlich ganz gerne, das wisst ihr, ne? Also ich habe ja die letzten Jahre kaum noch, komischerweise echt, ne, wenig Lidschatten benutzt. Und wenn dann immer nur so super basic Looks. Ich finde, das sieht einfach ein bisschen schöner aus. Aber da könnt ihr mir gerne mal schreiben, wie euer Alltags-Make-up aussieht. Als Mascara, keine Frage, benutze ich entweder die Eveline Cosmetics Wimperntusche. Die finde ich jetzt hier aber gerade nicht. Deswegen nehme ich die Mighty Volume Mascara von Rival Loves Me. Ich vergesse es immer, die einen Tag mal offen zu lassen. Die macht so lange Wimpern, das ist unglaublich. Und jetzt seid ihr so ein Stückchen zurück und jetzt sieht der Look auch irgendwie ganz süß aus. Ich nehme mal das Lip Oil von den Lippen ab. Denn ich zeige euch eine schöne Lippenkombination. Ich weiß, vielen wird sie wieder nicht gefallen. Ich liebe sie. Erstmal nehme ich so einen Pinsel und gehe hier rüber, dass ich die Intensität meines Lippenrosas... Lippenrosas? Heißt das so? Die Lippenfarbe einfach ein bisschen weniger habe. So, ich will nicht, dass das da rosa durchscheint. Soll nämlich eine kühle Lippe werden. Der Lip Liner ist, ich glaube, keine Überraschung, wenn es in diese kühlen, herbstlichen Töne geht. Die Farbe 069 von Catrice Manhattan, leider Plumping. Ist so ein sehr toasty, kühles Nude. Passt sehr gut zu der Augenkombination. Wow. Ein bisschen hier von dem Lippenstift. Aber nur ganz leicht. Wir wollen nicht zu viel Farbe davon haben. Und jetzt oben rüber. Das ist eine sehr, 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 sehr gute Alternative. Der Trended Up Tasty Toffee Lip Glaze Oil zu den Rode Lip Peptide Treatments. Ich mag hier das Füßchen deutlich lieber. Das ist nämlich ein Lipgloss-Füßchen. Das ist so eine richtig schöne, warme, herbstliche Lippenkombination. Was ich jetzt mache, ich nehme noch dieses Manhattan-Puder, gehe unter meinen Augen lang und highlighte hier hinten nochmal so ein bisschen für einen etwas stärkeren Effekt. Ist schon lange her, dass wir ein bisschen mehr gemacht haben, ne? Ich mag das ganz gerne. Also der Lidschatten-Look gefällt mir richtig, richtig gut, weil du hast was auf den Augen, aber das sieht nicht, ist nicht so viel. Wisst ihr, was ich meine? Das ist nicht so bunt, das ist sehr tragbar für den Alltag vielleicht, aber es sieht trotzdem so ein bisschen besonders aus. Wenn man es intensivieren wollen würde, könnte man auch noch mit einem schwarzen Kajal vielleicht einfach die Wasserlinie verdunkeln. Lippenkombination passt sehr gut, wie ich finde, zu den Augen, zu dem Blush so ein bisschen. Und dann hast du einen richtig schönen herbstlichen Look mit 4 Drogerieprodukten. Schreibt mir unbedingt, wie euer Look im Moment aussieht in die Kommentare. Kleine Erinnerung, schaut bei Asam Beauty vorbei und denkt unbedingt an den Code. Ich setze euch alle Informationen, die ihr dazu braucht, unten in die Infobox. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.